Hallöchen, ihr Lieben. Heute gibt es bei mir wieder was ganz Tolles, was wir gemeinsam basteln werden. Das ist jetzt schon das vorletzte Türchen aus dem Adventskalender von Bärbel und mir. Und ich dachte mir, so kurz vor den Weihnachtsfeiertagen gibt es eine Weihnachtskarte. Die ist jetzt hier da draus geworden. Und wenn ihr wissen möchtet, wie ich die gebastelt habe, bleibt jetzt unbedingt dran, denn das zeige ich euch jetzt. Bei meiner heutigen Karte, da beginne ich mit meiner Grundkarte. Ich habe sie mir hier auch schon zurechtgeschnitten in dem Maß 17,8 x 21,6 cm. Wie ihr sehen könnt, habe ich auch schon mein Schneide- und Falzbrett hier hergelegt und ich falze es zuallererst hier bei 8,9 cm. Dann kann das Schneide- und Falzbrett auch wieder weggelegt werden. Ich nehme mir dann mein Falzbein und falze einfach die Linie noch einmal sauber nach. Meine Grundkarte hat jetzt ein Maß von 8,9 x 21,6 cm. Orientiert habe ich mich hier an der Größe von dieser Standschablone. Die stammt aus dem Set von Time for Tea Designs. Und ausgestanzt habe ich mir hier auch schon ein weißes Papier. Das kommt später dann hier passend genau auf die Vorderseite. Zuvor möchte ich es mir aber noch richtig schön bunt gestalten. Und dazu lege ich dann meine Grundkarte erstmal zur Seite. Bei meiner farblichen Gestaltung, da beginne ich jetzt mit einer D-Styx Oxid Farbe mit dem Namen Broken China. Dazu mein Blending Tool und ich werde mich hauptsächlich auf der linken Seite hier aufhalten und die Farbe dort drauf verteilen. Ich bin so erstmal zufrieden und nehme jetzt einen Pinsel mit etwas Wasser und verteile hier drauf ein paar kleine Wasserspritzer. Die könnt ihr jetzt noch nicht sehen, aber gleich, wenn ich etwas Küchenpapier drauf tupfe, dann könnt ihr den tollen Effekt sehen. So sieht es jetzt aus. Ihr seht jetzt überall so kleine, hellere Tupfer, das sind diese Wasserspritze. Jetzt geht es weiter. Und zwar möchte ich jetzt stempeln mit einem silberfarbenen Stempelkissen und dem Stempel von Polka Doodles, diesem Schriftstempel. Den werde ich hier ein paar Mal verteilen auf meinem Kärtchen. Das reicht auch schon. Ich hoffe, ihr könnt das sehen, wenn ich so hin und her schwenke. Dann müsstet ihr so einen kleinen silbernen Effekt sehen können über die Kamera. Ich habe noch ein tolles Set hier bei mir gefunden und zwar das hier von Whimsy Stamps mit ganz vielen Schneeflöckchen. Die nehme ich und die Farbe D-Styx Oxid Price Ribbon, um hier ein paar Schneeflocken drauf zu verteilen. Mir ist es noch zu wenig Glamour hier, also habe ich mir zwei Metallic Farben genommen und spritze die einfach hier über mein Papier drüber. Das
lasse ich jetzt ganz in Ruhe trocknen und das kann es auch ganz in Ruhe, denn ich mache jetzt mit meinem Stempel weiter. Ich habe mir folgenden Stempel ausgesucht, der stammt hier von Stamping Bella. Es ist diese junge Dame hier mit ganz, ganz vielen Geschenken. Die habe ich auch schon aufgestempelt, wie ihr sehen könnt. Und jetzt muss sie noch koloriert werden. Ich werde sie kolorieren mit Tree-Blend-Stifte, Buntstifte und Highlights werde ich setzen mit einem weißen Gelstift. Den Spruch hier übrigens, den brauchen wir auch später. Der wird auch noch auf die Karte gesetzt. Seht ihr sie jetzt ausgemalt und ausgeschnitten. Ich möchte jetzt hier auf meinem Kärtchen noch Happy Holidays aufstempeln. Das mache ich genau hier oben auf der rechten Seite. Die Stempelfarbe ist jetzt hier getrocknet und nun kann ich es direkt hiervon auf meine Karte draufkleben. Ich habe mir jetzt noch so ein kleines Stückchen Tüll rausgesucht. Das ist hier sogar so ein bisschen mit Glitzer versehen. Das werde ich mir gleich mal hier aufkleben, auf die untere Seite. Und unter meinem Stempelchen habe ich auch schon Klebeplättchen drunter gesetzt und klebe sie direkt gleich darüber. So ihr Lieben, schon ist sie fertig, meine wunderschöne Weihnachtskarte. Ganz, ganz einfach gemacht und wirklich ein Hingucker. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht zuzuschauen. Ich wünsche euch wunderschöne Weihnachtsfeiertage. Bleibt gesund, dann bis zum nächsten Mal bei Jackies Bastelwelt. Tschüss!